Ja, bin hier nach der Arbeit heute wieder ein Stück rausgefahren, bloß einfach mal ein bisschen ins Grüne rein. Cash ist hier keiner jetzt in der unmittelbaren Nähe, aber ich werde mich heute bloß mal hier die Nacht verbringen und heute Abend hier noch ein bisschen am Video schnitzen. Und einfach mal den Abend draußen in der Natur genießen. Ja, steht man etwas schräg, aber ich habe hier genügend Steine gefunden, um das Auto gerade abzustellen. Etwas weiter weg geht ein Wanderweg vorbei, das ist hier bloß ein Feld-, Wald- und Wiesenweg. Und einen schönen Blick haben wir hier auch. Morgen früh sieht man da hinten den Sonnenaufgang wahrscheinlich. Ja, morgen früh, die Nacht. Und hinter dem Hügel wird es ja bald untergehen. Habe übrigens jetzt noch was Gutes im Versand gefunden hier. Moskitonetze. Damit kann ich auch nachts die Scheiben auflassen, ohne dass Viehzeug reinkommt. Ja, ihren Zweck sollten sie trotzdem erfüllen. Die passen zwar nicht ganz über die Scheibe. Größere habe ich nicht gekriegt. Aber sie sollten wohl ihren Zweck erfüllen. Eine Bremse sitzt schon am linken Fenster und wartet, dass die einer reinlässt. Eigentlich wollte ich ja filmen, wie die Sonne hinter dem Hügel verschwindet. Aber das habe ich natürlich wieder voll verpasst. Nichts drin. Dicke Maikäfer oder Junikäfer fliegen hier noch rum. Ich habe mir schon drei angeflogen.
Postplatz hatte ich die mal in Unmengen. Und da habe ich an der Haltestelle auf der Bahn gewartet. Und ständig flogen in die Viecher ins Gesicht. Oder wie man sich bei Käfern nennt, hocken auch alle aufeinander. Und nach dem Liebe kann ich sterben gehen. Scheiß Viehzeug. So ein dicker Käfer krachte gerade voll die Wucht gegen die Hand. Da bin ich so erschrocken, dass ich die Kamera gleich hab fallen lassen. Und jetzt in der Dämmerung ist es etwas blöd, wenn die im Gras liegt. Und die findest du nie wieder. Da hätte ich morgen dann den ganzen Hang hier nochmal absuchen können. Ja, bin jetzt einfach mal hier ein bisschen in der Dresdner Umgebung, ein bisschen habe ich gefahren. Bin so ungefähr zwischen Klarchütte und Schmiedeberg. Und habe mich jetzt hier einfach mal ein bisschen hingesetzt und will ein bisschen am Video schneiden. Ja, und das Video startet genau jetzt. Ja, bin hier am Neuendorfer See, ganz offiziell auf dem Campingplatz. Und wir schmuggeln hier mal ein paar Dosen zu. War gerade vorne Abendbrot essen in der Gaststätte, in der Campingplatz-Gaststätte. War ganz lecker. Wenn man hier noch fast im Spreewald ist, gibt es hier auch Kartoffeln und Quark. Haben wir genommen. Und die Bierchen ist schön. Und da will ich morgen hier mal eine schöne Tour im See machen und zwei, drei Dosen suchen. Und momentan noch nie allzu viel los hier. Und hier hinten gibt es ein paar Rehe in einem Gehege. Kann ich mir dann morgen Abend eh nicht grillen.
Ja, ich gucke gerade noch mal das Video an. Habe ich, bevor ich losgefahren bin, zu Hause auf dem Rechner drüber gespielt und habe ich von zu Hause aus hochladen lassen. Sollte theoretisch jetzt mittlerweile fertig sein. Ich habe nicht mehr genug Internetguthaben. Ich kann jetzt nie gucken. Kann ich dann morgen nochmal kontrollieren online. Aber ich wollte jetzt bloß nochmal durchgucken, ob ich noch irgendeinen Fehler habe, den ich ausmerzen muss. Aber theoretisch sollte alles soweit okay sein. Also hier gibt es nicht viele Cache. Ja, der einzige, den ich mir jetzt hole, der ist ja ungefähr 1 Kilometer vom Campingplatz weg. Allerdings ist der auf einer Insel. Soll ich mir das mal angucken, ob ich rüber schwimme zu der Insel? Oder mir ein Boot ausleihe? Ein Stück weiter gibt es dann noch ein Bootsverleih. Das ist eine kleine Campingsiedlung. Wahrscheinlich hat hier ehemaliger Stasi-Menschen sich Grundstück besorgt und seine Kinder und Enkel können das jetzt weiter betreiben. Aber jedenfalls gucke ich mir das nochmal an, ob ich darüber schwimme oder mit dem Boot fahre. Und rein theoretisch, heute ist noch nicht ganz so viel Betrieb. Wochenende ist der Pfingsten, aber für mich meistens erst als Freitagabend. Kann ich mir dann vielleicht sogar noch aussuchen, ob ich ein Motorboot oder ein Paddelboot nehme. Da gibt es einige umzäunte Grundstücke am See. Eigentlich ungewöhnlich. In DDR-Zeiten gab es das eigentlich meines Erachtens gar nicht weiter. Wenn ich so an die Spielerste denke, die mussten den See alle freilassen. Du konntest weitestgehend immer in den See laufen, ohne ihn aus dem Wasser wegzumischen. Spielerste kann ich mich nur an so ein GST, teilweise auch Armee-Club erinnern, die dort ihr eigenes Grundstück am See hatten mit dem großen Marineboot. Seesportgemeinschaft Neuendorfer See und Angelverein. Wahrscheinlich doch keine alten Stasi-Grundstücke. Der Bootsverleih hat Paddelboote und Ruderboote mit Motor. Das wird wohl was von dem sein hier. Wäre ich vielleicht so eins nehmen. Gepaddelt habe ich ja letztens aus dem Spreewald. Ja, ich habe gerade beim Bootsverleih angerufen. Pfingsten keine Chance, alles vorbestellt. Immer wieder hier, wo wir vorhin schon waren. Jetzt gucken wir nochmal, wie das vorne an der Insel ist. Und ob wir irgendwo einen Ausstieg ans Wasser haben und mal schnell rüberhopfen können. Thank you.
brennen schon die Beine. Die Haufen Brennnesseln hier. So richtig kommst du nicht durch. Gehen wir rein. Oh, das ist jetzt blöd. Genau wo ich raus wollte. Saß da mit seinem Angelkorn. Und an der Stelle, wo der Cache liegen soll, machte der gerade mit seinem Kind Pause. Da wollte ich dann sowieso, gesucht hätte ich da eh nie, auch wenn ich angezogen wäre. Da ich aber nicht anhatte, bin ich dann nie aus dem Wasser und gleich umgedreht. Blödes Ding. So, jetzt lassen wir uns hier noch leicht trocknen und dann gehen wir zurück zum Campingplatz. Hier haben wir aber komische Kettensägen hier. Also dieses komische Geräusch hier. Ja, ich mach's nur noch mal. Das sind Unken. Wir waren vor vielen Jahren auch mal am Neundorfer See auf dem Campingplatz Nord. Das ist noch mal 3 Kilometer Richtung Norden. Und dort hörten wir das Geräusch jeden Abend, so gegen 9. Um 9, um 10 abends fing das an, aber in einer übelsten Lautstärke und ich hörte nicht mehr auf. Wir hatten dann überlegt, ob das Windräder sind, die nicht richtig eingestellt sind oder wo das sonst herkommen könnte. Und irgendjemand, mit dem wir uns dann unterhalten haben, sagte dann, dass das unten sind. Schon wahnsinnig. Das Solarmodul 100 Watt. Das hatte ich heute früh auf dem Dach liegen gehabt, heute Mittag.
Jetzt habe ich dich voll in die Sonne gestellt hier. Jetzt lädt es mehr als das Jahr, weil wahrscheinlich die Batterie voll ist. Kühlschrank lief den ganzen Tag okay. Bierchen ist schön kalt. Und hatte heute Mittag, wo ich das oben auf dem Dach liegen hatte, hatte ich mit 4,5 Ampere voll auf die Zusatzbatterie geladen. Was genau kam, kann ich nicht sagen, weil sobald von der einen Seite genug kommt, macht das Trennrelais auf zu und lädt die Autobatterie dann auch noch mit auf. Da müsste ich erst Sicherung ziehen und umbasteln. Das will ich nicht. Auf alle Fälle bringt das genügend Strom, wenn die Sonne scheint, um die Kühlbox zu betreiben und heute Abend oder abends allgemein Licht und Rechner anzuhaben. Also eigentlich super. Praktisch wäre das Ding fest auf dem Dach und womöglich noch kippbar. Aber das nimmt dann ja auch wieder Sprit weg, wenn du fährst. Ich denke mal, ich werde es dir lassen. Tagsüber kommt es vorne auf die Ablage. Und wenn man steht, kann man es auch auf dem Dach liegen lassen oder so. Hier auf dem Campingplatz habe ich mir jetzt keinen Kopf gemacht wegen Sicherung, dass es keiner klaut oder so. Wenn man irgendwo in der Wildnis steht, ich hatte es ja meistens in Rumänien irgendwo an der Frontscheibe gelassen. Da hat es ja auch gekühlt. Die eine Nacht hat die Steuerung gesponnen. Da war früh alles eingefroren mit minus 20 Grad. Das war nicht so toll. Weiß nicht, warum das kam. Bis jetzt hat es eigentlich immer geklappt. Weiß nicht, ob ich die App im Hintergrund hier zugemacht habe, mit der man das einstellen kann. Und die sich dann noch ein bisschen verstellt und verspielt hat. Das wird so gewesen sein. Aber so bin ich voll zufrieden jetzt mit dem Ding. Wie gesagt, ich überlege noch, ob ich mir allgemein das Auto jetzt umbaue, dass ich das mehr wie Wohnmobil habe. Halt die Sitzbank raus und auf der linken Seite einen flachen Schrank, so hoch wie die Fenster, und dort noch eine Kochplatte mit verbauen. Und auf der anderen Seite eine Sitzbank, und die man aufklappen kann und als Bett nutzen. Aber ein bisschen graut mir auch vor der Arbeit, ich schiebe das immer wieder auf. Ich habe mal ausgemessen, wie groß ich die Seitenlänge machen möchte. Aber mehr habe ich da noch nie in Angriff genommen. So, fahr jetzt weiter zur Soda-Brücke Herzsprung. Google dachte gerade, dass die Brücke eventuell geschlossen ist heute. Aber das habe ich ja schon gelesen. Über die Brücke fährt heute keiner. Aber ich will ja auch nicht drüber fahren. Höchstens mal drüber fliegen. Aber wir fahren erst mal hin. Bin ich 3 Stunden unterwegs. Über Landstraße fahre ich, keine Autobahn. Rechts abbiegen. Ja.
Ja, ich habe jetzt übrigens mein Loch gebohrt gekriegt für den Zahn. Hab ja immer noch die Lücke. Aber jetzt momentan ist es ein bisschen blöd. Ich muss jetzt noch bis Dienstag. Das ist ja zugenäht worden dann wieder. Er hat den Dübel gesetzt und dann wieder zugenäht. Und jetzt soll der Dübel verwachsen. Das Zahnfleisch nicht erstmal wieder schließen. Das bleibt jetzt noch ein paar Wochen dann zu. Das Zahnfleisch, was er dann aufgeschnitten und weggemacht hat, er erstmal, um das Loch zu bohren. Muss er erstmal wieder verheilen und alles. Ja, und das Blöde ist, ich habe jetzt dauernd zwei schöne kurzen Fädeln im Mund. Irgendwie lenkt das ab und man spielt dauernd mit der Zunge mit.